Hallöle, mal wieder ein fruchtastisches Willkommen zurück zu Zelda Breath of the Wild. Und da vorne ist ein Schrein, den markieren wir natürlich mal. Und da ist auch ein Stall in der Nähe. Richtig cool. Jetzt haben wir die Wahl. Entweder laufen wir zu Fuß bis dort hinten oder wir holen uns erstmal Epona und reiten dorthin. Ich glaube, das mit Epona geht dann doch eine Nummer schneller. Die dürfte ja da vorne irgendwo sein. Wir befinden uns ja jetzt in diesem Hebra-Gebirge bzw. im Tabanta-Schneefeld. Und hier wollte ich eigentlich gar nicht so viel machen. Das heißt, dieses ganze Gebirge hier, das werden wir erstmal ignorieren. Wir werden einfach hier den Weg lang gehen und vielleicht noch dieses Irrschloss machen. Und dann hier oben lang gehen, rüber zu den Geronen. Das ist zumindest der Plan für die nächsten Folgen. Ob wir das so hinbekommen, ist eine andere Frage. Ich mache sowieso immer ganz viele Sachen, die ich eigentlich gar nicht machen wollte. Aber naja, von nichts kommt nichts. Wo ist Epona? Ach, hinterm Baum. So, unser Masterschwert ist auch wieder ready. Das wählen wir natürlich aus. Wo ist Masterschwert? Da. So. Hä? Ach, der Krog ist da. Ich wollte gerade sagen. Cool. Jetzt hier hoch. Epona, wir wollen den Berg hoch. So, los geht's. Ein blauer Smetterling. Ein Smetterling. Also ein Link, der alles zerschmettert. Ein Schmetterling. Ja. Ich find's ein bisschen schade. Also ich mag das mit den Pferden immer ganz gerne, aber die Gebiete sind alle so ein bisschen sehr schmal, die Wege. Sehr bergig. Das heißt, man hat wenig Platz, um überhaupt wirklich die Pferde auszunutzen. Aber... wow, da ist wieder ein... habe ich den jemals? Ja, den habe ich fotografiert, ne? Ein Tabanta-Elch. Und er rennt weg. Na toll. So, wir haben auch keine Feuerpfeile mehr. Da ist noch einer. Ach, schade. Ja, die droppen ja ganz viel Luxuswild. Das können wir auf jeden Fall auch gebrauchen. Und jetzt wollte ich hier zu diesem Schrein. Wo ist denn der? Hier ist ein Stein. Hier ist noch. Hier sind ganz viele davon. Ganz viele Elche. Der müsste noch weiter vorne sein. Ach, da ist er drüben. Hier sind so viele Elche. Lol, hier ist ja echt die Hölle los. Wie viele Elche gibt's hier denn? So, den haben wir. Jetzt friert nur leider dieses Zeug wahrscheinlich gleich ein. Wenn wir nicht schnell genug abspringen. So, da haben wir ein bisschen Luxuswild bekommen. Das können wir gut gebrauchen. Ach, wie cool. Hier sind so viele Elche. So, da ist der auch weg. So viel Luxuswild. Das ist nicht wenig wert, wollte ich sagen. Und davon ist wieder dieses komische Nashorn. Da. Gleich nochmal eben Rubine. Da ist irgendwas komisches hinter uns. Ich weiß nur nicht was. Das Nashorn hält voll viel aus. Da oben war irgendwo gerade ein Schrein. Das ist Edelwild. Was war da hinter uns? Was ist das? Und das ist eine Echse. Da drüben ist ein Schrein. Das ist dann aber irgendwo, wo ich gar nicht hin möchte, ne? Das ist gar nicht so weit weg. Habe ich den Schrein überhaupt markiert? Ich habe den Baum markiert. Na toll. Der Schrein ist natürlich 3 Kilometer weiter entfernt. Nö. Der ist mir zu weit weg. Das lassen wir. Die löschen wir auch erstmal wieder. Da. Gut. Wir laufen zu Fuß da jetzt hin. Das ist mir zu doof. Da vorne ist ein Fuchs. Ah, richtig cool. Da haben wir ganz viel Luxuswild gerade bekommen. Hier ist sogar der Schrein. Aber wir gucken natürlich erstmal oben drauf. Da ist bestimmt wieder ein Krog. Hier
sind so richtig coole Tiere in diesem Spiel. Das finde ich richtig cool gemacht. Eine Schneetaube. Die kenne ich gar nicht. Ah, ich will sie. Das ist total nervig. So, da haben wir sie doch. Mal gucken. Ist das ganz normales Geflügel? Ja. Nee, Edelgeflügel. Ach, wie nice. Cool. Ach, wie cool. Wir finden so coole Sachen in dieser Folge schon. So, jetzt kommt einfach mal wieder ein Schrein. So, rein da. Und dann mal gucken, was wir hier machen müssen. Schießt man mit einem Elektrofall auf Metallgegenstände oder ins Wasser, um Gegner und Monster zu schocken. Ja. Ich finde auch diese kleinen Figuren da von den Titanen ganz lustig. Windschutz. Müssen die Kugel da reinbekommen? Jetzt ist die Frage. Hä? Kann ich die nicht einfach nehmen? Hier reinlegen? Hä? Ja, verstehe ich jetzt nicht. Kann ich die hinlegen? Passiert nichts. Hä? Ja, ich muss die Teile irgendwie dahin ziehen, sodass sie halt den Wind blockieren. Aber warum? Das verstehe ich noch nicht ganz. Warum muss ich das so machen? Was gibt das für Sinn? Ich habe eine Idee, aber ich weiß nicht, was das mit dem Wind zu tun hat. Ich könnte nämlich das Teil nehmen. Es einfach mal da oben hinstellen. Wenn es denn da stehen bleiben würde. Und jetzt könnte ich rein theoretisch, hoffentlich, damit die Kugel da reinschubsen. Aber ob das so gewollt ist, ist eine andere Frage. Ja toll, da komme ich natürlich doch. Jetzt komme ich da an. Ja. Ich habe irgendwie die Befürchtung, dass das nicht so gewollt war. Aber es hat geklappt. Natürlich könnte ich jetzt hier am besten... Ja, ich hätte ein komisches... So, dafür muss ich die zweite Kiste mal nehmen. Die muss da oben. So. Das machen wir natürlich noch schnell. Jetzt kann die Kiste... Ja. Da so hin. Jetzt komme ich da leider nicht hoch. So. Und dann dahin. Was hat das mit dem Windschutz auf sich? Das verstehe ich noch nicht ganz. Weil der Wind ist doch total egal, ob der hier ist oder nicht. Der macht überhaupt keinen Sinn. Das verstehe ich nicht ganz, aber egal. Wow, das war knapp. So. Den verstehe ich echt nicht ganz bisher. Aber egal. So, den Schatz haben wir auch. Ein antiker Reaktorkern, den können wir bestimmt gut gebrauchen später. So. Ich verstehe das echt nicht mit dem Wind. Ich habe keine Ahnung, was ich da eigentlich machen sollte. Cool. Cool, cool, cool. Haben wir schon wieder 9 Schreien. Wie viel haben wir jetzt? 3 Stück schon wieder? Ne, 2. Immerhin. So, jetzt gucken wir uns natürlich erstmal in diesem Stall da um. Und dann geht's in Richtung von diesem komischen Irrschloss. Bin ich mal gespannt. Da werden wir bestimmt wieder eine halbe Folge lang nur rumlaufen und suchen. Das wird spaßig.
Aber das finde ich cooler, als jetzt irgendwelche Berge hochzukraxeln. Da habe ich jetzt voll keinen Bock drauf. Da hinten irgendwo. Es sieht zwar recht nice aus da hinten, aber ja, das war's dann auch schon wieder. So, ihr habt bestimmt eine Quest für uns. Irgendwer hat hier eine Quest. Da liegt ein Feuerstein einfach rum. Du hast bestimmt keine Quest. Du hast wieder irgendwas zu kaufen. Er friert fast. Ja, mit den Klamotten würde ich auch frieren, mein Junge. Ich möchte kaufen. Dann benutzt doch mal deine Glutflügler. Ja. Wir haben 17 Glutlibellen. Wo habe ich denn 17 Glutlibellen her? Ich glaube, so viel brauche ich gar nicht. Ich brauche die gar nicht mehr kaufen. Ich kaufe mal diese Holzpfeile. Sind zwar 45 Rubine, dann haben wir aber wieder ein paar. So, jetzt hat bestimmt wer eine Quest. Der hat keine. Der hat eine. Was mache ich nur? Also das Mädchen, Claire. Meine Nachforschungen haben mich nach Osten und Westen geführt und jetzt bin ich im Norden gelandet. Hier soll es ein Knochenpferd geben. Aber es ist zu kalt, um weiterzusuchen. Das ist es nicht wert. Ah, meine Intuition in Verbindung mit deiner Frage sagt mir, dass du dich für das Knochenpferd interessierst. Ich will dieses Monster mit eigenen Augen sehen. Es wäre unglaublich, wenn es wirklich existieren würde. Tja, nur leider komme ich zwar mit allen möglichen Gefahren klar, aber bei dieser Kälte hört der Spaß auf. Würdest du mir helfen? Natürlich gegen Belohnung. Ein Bild oder ein paar Notizen oder so würden mir reichen. Das wollte ich hören. Den Geschichten nach findet man es auf der nördlichen Tabanter-Ebene zusammen mit Stallbockblinz. Andere Quellen besagen, es befindet sich sogar jenseits der Ebene ganz drüben im Osten von diesen seltsamen Ruinen. Du machst das schon. Okay, cool, es gibt ein Skelettpferd. Kann ich auf dem reiten? Ach, der Hund kümmert sich gerade um die Pferde. Ist auch ganz cool. Jetzt ganz viel Holz. Nehmen wir natürlich mit. Können wir vielleicht mal gebrauchen. Und eine Meisteraxt. Die würde ich ganz gerne mitnehmen, aber wir haben natürlich mal wieder keinen Platz. Und im Osten von diesen Ruinen. Von welchen Ruinen überhaupt? Ich habe keine Ahnung. Und die haben irgendwas mit Tabanta, nördliche Tabanta-Ebene, das heißt, es müsste hier oben irgendwo sein. Da wollen wir doch sowieso lang. Das heißt, wir holen uns mal Epona und vielleicht finden wir hier das Knochenpferd. Ich habe keine Ahnung, das ist bestimmt nur nachts da. Wo kommst du denn auf einmal her? Ist ja gerade aus dem Nichts aufgetaucht. Hier sind so viele Hunde. Hier sind drei Hunde, es werden immer mehr. Okay. Das werden echt immer mehr. Wir brauchen auch immer noch ein Reiseschwert, fällt mir ein. So. Da haben wir noch einen Elch bekommen. Nein! 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 Ah, es ist gerade so gefroren. Das ist doof gelaufen. Da oben scheint nichts drauf zu sein. Ich bin mir da immer nicht sicher, aber da ist garantiert noch irgendwo ein Krog. Aber egal. Ja. Es geht weiter. Ich möchte mein Pferd holen. Das ist zwar irgendwo ein paar Meter weiter, aber bring es mir bitte her. Das geht, glaube ich, schneller. So, da haben wir unser Pferdchen. Hi. So, hallo. Das Süße. Los geht's. Da ist schon wieder ein Wolf. So, wir können jetzt eigentlich da weiterlaufen, aber wir reiten mal nach hier oben. Ich sehe zwar kaum etwas. Das ist wieder ein Nashorn. Das ist auch kein Schrein oder so. Das sieht so aus, aber nö. Die schlachten irgendwelche Wildschweine. Das ist ganz, ganz seltsam. Da ist wieder so ein Nashorn. Da ist eine Fledermaus. Ansonsten sehe ich so gut wie gar nicht. Welche Echsenviecher? Da hinten ist ein Schrein. Fledermäuse.
Goblinhöhle. Nashorn. Hier ist echt viel los. Das finde ich ganz cool. Also die Welt ist echt belebt mit irgendwelchen Wesen. Irgendwelche Elche wieder mal. Auch wenn ich es immer noch ein bisschen schade finde, dass überall fast die gleichen Gegner existieren, nur halt in anderen Farben und anderen Elementrichtungen. Was bist du denn? Ein weißer Leune, na toll. So, das heißt natürlich Karte aufrufen, Bossmarkierung machen und weiter geht's. Was war das? Das ist der Mond, glaube ich, gewesen, ne? Aber ansonsten sehe ich hier nichts. Das ist ein Nashorn. Fuchs. Wölfe, glaube ich, ja. Egal, wir machen diesen Schrein natürlich mal schnell. Dafür müssen wir jetzt nicht irgendwo hochklettern oder so. Immerhin reinschauen. Dann haben wir hier einen Teleportpunkt. Aber ich würde fast sagen, wir reiten dann aber zu diesem komischen Irrschloss. Das ist ganz in der Nähe. Was haben wir hier? Stopp und Start. Okay, wir können auf jeden Fall erstmal... es ist ja bescheuert. Das heißt, ich muss jetzt hier hochlaufen und dieses Magnetteil komplett nach oben mitnehmen. Glaube ich. Es wird richtig nervig. Da ist noch ein Schatz. So, und jetzt kann ich ganz schnell... Nein! Ah, ich wollte das Modul wechseln. Ich habe mich verklickt. Ach, war das nervig. Dafür haben wir jetzt erstmal den Schatz. Ein Königsschwert. Ja, toll. Wir haben schon wieder keinen Platz für dieses Schwert. Davon haben wir sogar noch zwei. Aber die sind echt nicht schlecht. Das sind nämlich Einhänder. Das heißt... Ah, dieses Ritterschwert... Das Mushin Großschwert ist zweihänderig. Das Ritterschwert kommt weg. Hä? Ach, ich hatte noch genug Platz. Ach ja, das war mega fail. Ich bin schon so dran gewöhnt, dass wir keinen Platz haben, dass ich schon Sachen wegschmeiße, obwohl wir noch Platz haben. So, nimm das Schwert wieder mit. So, jetzt brauchen wir natürlich das Teil. Ich weiß, wie wir an das Teil rankommen, aber ich habe keine Ahnung, wie wir jetzt noch höher kommen. Ich weiß, wie wir an den Schatz kommen, aber wie kommen wir denn... Ah, jetzt macht diese Kiste auf, schnell. Ach, da ist bestimmt der kleine Schlüssel drin. Jetzt schnell weg da. Jetzt können wir die Tür aufmachen. So. Ansonsten ist hier nichts, oder? An sich dann ganz einfach eigentlich. Nö. Cool. Aber ganz lustig. Mal wieder. Gut, haben wir das auch geschafft. Jetzt haben wir wieder drei Stück. Fehlt nur noch eins. So langsam bekommen wir echt viele Schreine zusammen. Wir haben 50 Stück fast schon. Das ist ganz nett. Wir haben 83 Crocs mittlerweile. Wir haben fast 10% aller Crocs. Ja, fast 10%. Irgendwann wird es, glaube ich, einfacher. Ich glaube, man hört sogar die Crocs, wenn man sich in der Nähe befindet. Habe ich mal irgendwo gehört. Aber das ist mir irgendwie noch nie aufgefallen, muss ich sagen. Da muss ich mal drauf achten.
So, wir wollen in diese Richtung. Ja, müsste irgendwo dann dieses komische... Was hat der für komische Geräusche gemacht? Er hat sich angehört wie ein Bär. Also in diesem Spiel wundert mich manchmal gar nichts mehr. Ja, mit Sicherheit. Warum ist hier noch eine Leune? Wie viele Leunen gibt es denn hier? Hat der gerade irgendein Tier abgeschlachtet? Ich glaube. Das ist doch nicht normal. So, das heißt, hier ist auch noch ein Boss. Wie viele Bosse gibt es denn davon? Aber überall die gleichen, ne? Also weißer Leune. Da ist das Skelettpferd. Reicht das? Jetzt ist die Frage, kann ich darauf... Uah, da schwimmt ja dieser Drache. Ich weiß gar nicht, ob man die besiegen kann, überhaupt die Drachen. Ach, wie cool, das kann man wirklich zähmen. Ach, wie nice. Wow. Du Idiot, du lässt uns jetzt mal in Ruhe hier. Jetzt schlag doch diesen Kopf, K.O. Ritterbogen. Da, bevor wir jetzt sterben, heilen wir uns nochmal. Ich habe, glaube ich, noch irgendwas Größeres zum Heilen. Da drüben. Wow. Das hier, das. Wo ist mein Skelettpferd hin? Da. Das ist ja nice. Ach, wie cool ist das denn? Das können wir echt... Oh, Alter. Kackbratzenmäuse. So, weg mit euch. Nein, bleib stehen. Ich möchte erstmal das natürlich looten. Ach, wie cool. Gut, ich lasse das komische Dings erstmal. Ich möchte dieses Pferd erstmal registrieren. Das ist mega cool. Das finde ich jetzt nice gemacht. Dann gibt es halt nicht nur normale Pferde, sondern auch besondere. Also ich hatte schon gehört, dass man irgendwie irgendwo auch im Spiel Epona finden kann. Aber dann ist Epona nicht braun, wie es normalerweise der Fall ist, sondern schwarz. Und ich glaube, man kann sogar das Pferd von Ganondorf finden. Bin ich mir aber nicht ganz sicher. Also aus Ocarina of Time. Ocarina of Time, so. Da hat Ganondorf ja auch ein Pferd. Und das kann man, glaube ich, auch finden. Habe ich zumindest mal gehört, bevor das Spiel draußen war. Gab es zumindest die Vermutung. Oder Gerüchte. Aber Gerüchte sind ja immer nicht wahr. Also nicht immer wahr. Da ist der Drache. Mal wieder. So. Kann ich dem dann einen Namen geben? Skeletti. Knochi. Ich finde das so cool. Das ist so geil mit dem Skelettpferd. Das können wir bestimmt registrieren. Wenn ich jetzt den Stall wieder finde, ach, da vorne. Es ist nicht sonderlich gut, aber... Das hört, glaube ich, immer mehr. Was? 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 Es ist morgens geworden. Ach nö. Wollt ihr mich verarschen? Wollt ihr mich verarschen? Es ist jetzt nicht echt. Ach nö. Armer Fuchs. Lauf weiter. Ich bin gerade nur wütend. Und traurig. Das finde ich jetzt richtig doof. Ich glaube, wir hätten das wirklich bekommen können. Ach nö. Ach nö.
Das ist doch jetzt mega doof gemacht. Gott, wir haben auf jeden Fall ein Foto davon für die hier. Na, wie ist die Lage? Hast du das Knochenpferd aufgespürt? Es soll auf den Jahr, das wissen wir. Hab's gefunden. Was? Das soll ein Knochenpferd sein? Das ist ein Stahlpferd. Ein Monster. Wow, das wird mich noch in meinen Träumen verfolgen. So gruselig. Aber das Bild ist gut gelungen. Das Bild ist total schrecklich, aber egal. Lass es mich mal schnell abpausen. Danke, ein tolles Bild. Damit kann ich einen großartigen Artikel schreiben. Hier, wie abgemacht. Och, wir kriegen überall nur Rubine, habe ich das Gefühl. Wo rennt sie denn jetzt hin? Und vor allem, was macht sie da? Warum hält sich die Hand vors Gesicht? Das ist ja ganz seltsam. So, ich würde fast sagen, in der nächsten Folge, porte ich mich mal nach hier oben. Probiere, dass Epona wieder herkommt. Und dann machen wir noch das Irrschloss. Und dann würde ich fast sagen, geht es hier schon wieder weiter. Und dann probieren wir aber mal hier oben lang zu kommen irgendwie. Und dann über diese Dolbran-Ruinen würde ich jetzt fast mal tippen. Ja, mal gucken, ob das so klappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Ansonsten teleportieren wir uns einfach hier unten hin. Das könnten wir eigentlich auch machen. Das ist ganz kürzer dann. Dann können wir hier den Berg hochlaufen. Das ist, glaube ich, besser. Mal schauen. Werde ich mir noch überlegen. Bis zum nächsten Mal und immer schön fruchtig bleiben. Bis dann.